Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank mit eurem Bärchen. So, wir haben ja hier eigentlich alles erreicht, was wir erreichen wollten. Moment mal, hier ist noch eine Taxe gewesen. Da ist mein Raumschiff und da ist die Taxe. Ich will... Ich denke, jetzt noch da ist er. Und zwar haben wir beim letzten Mal was nicht bekommen. Ich würde gerne wissen, zum Gefechtsturm, ob ich da jetzt drauf komme. Wahrscheinlich sind die Feinde alle wieder da. Aber da gibt es ja noch diesen einen Bolt, den ich nicht bekommen habe, den großen. Da will ich mal eben gucken, dass ich den vielleicht jetzt bekomme. Da ist die Treppe. Oh, ich habe noch kleinere Bolts gelassen. Also wenigstens den möchte ich noch mitbekommen. Da ist er! 9 von 28, naja. Naja. So, okay. Und wisst ihr was, weil es so schön ist. Boom. Wir sind noch ein paar Bolts noch nebenbei. Hey. Achso, ich muss das rein. Hä? Okay. Ach, cool. Schlecht. Bestimmt Wale. Ja, das war auch da was, dass da rumlaufen und so. Meine Fresse. So, dann gucken wir mal eben, ob ich alles hab. Tu mir einen Gefallen und kaufe etwas, ja? Noch ein paar Abschlüsse und ich bekomme eine Steakmesser-Prämie. Aggressor. Siehst du was, das dir gefällt? Brenner. Na, den mag ich nicht mehr. Jägerwerfer. Der ist nice, muss ich auch sagen. Da fehlt mir auch nicht mehr viel. Dann habe ich das nächste. Dann machen wir doch mal. Da. Achso. Hä? Achso. Jawohl, durch das Einsetzen eines zeitlichen Scan-Algorithmus kann diese Waffe zusätzlich simultane Raketen lenken. Okay, ich habe nur noch einen. Dann gebe ich den jetzt. Warte mal, muss er zurückkommen. Mehr Bolt, aber ich mehr Zeit, ne? Gut, dann wieder zurück und zum Raumschiff. Juhu! Yes! Gut, dann wollen wir mal zum nächsten Planeten. Da bin ich mal gespannt. Wo sollen wir hin? Die Blak-Hydro-Ernte stiehlt noch immer Wasser von Pokitaru. Wollen wir Drake mal kurz Hallo sagen? Okay, trifft dich mit den galaktischen Schutztruppen. Triff dich mit Felton Rassi, zerstöre den Hydro-Ernter. Finde einen Weg zum oberen Ende des Wasserfalls. Das hier oder das hier? Finde einen Weg zum oberen, okay, das sind drei. Triff dich mit dem galaktischen. Das sieht natürlich echt herbe aus. Ich nehme mir das hier mal. Der Planet gefällt mir irgendwie und der ist es dann für mich noch ein bisschen mehr wert zu beschützen und zu befreien. Ich finde das sieht cool. Ach, wie geil. Das sieht schon nice aus, ne? Aber das war ja auch der direkte Hilferuf, ne? Hauptquartier an Alpha Team. Die Zeit ist gekommen, unserem neuen Planeten das beste Wasser der Galaxie zu verschaffen.
Starte die Hydroernte und saug diesen Planeten aus. Verstanden, Vorsitzender. Ihr habt's gehört, Team. Aktiviert alle Ernter und stationiert die Bodentruppen. Wenn jemand auf Multiverde-Ernter kommt, erledigt ihn. Ja, kein Problem, wir schaffen das schon. Pokitaros Wasservorräte waren in Gefahr. Wenn Ratchet und Clank Drax Hydroernter nicht zerstören könnten, würde sich dieses Tropenparadies in eine Wüste verwandeln. Ich weiß, aber hier sind Bots. Tut auch mal ganz gut, jetzt mal so einen schönen warmen Fleckchen hier zu kriegen. Bist du der Lombax von dem jemand? Also, das soll mich doch schleunig dein Schnackelmonster holen. Grimm hat mir von einem Lombax-Freund erzählt, hab ihm aber nicht geglaubt. Ich hatte noch nie einen in echt gesehen. Du bist also Ratchet. Das ist aber seltsam. Diese Ähnlichkeit, das ist... Verblüffend, ich weiß. Grimm möchte, dass wir beim Zerstören von Drax Hydroerntern helfen. Wenn du die Dinger zerstören willst, müssen wir dein Schiff aufrüsten. Zufälligerweise ist der beste Aufrüster der Galaxie gerade hier auf einer Comicbuch-Convention. Komm mit, ich bring dich zu ihm. Comicbuch-Convention, ist klar. Die Kugloiden treibt es schon seit Beginn des Blag-Angriffes ans Ufer. Fiese kleine Viecher, aber richtig zubereitet, sehr köstlich. Was tat weh? Ein Helikatobus! Was? Nein! Das ist, Moment mal. Was? Na also. Hey, das war ziemlich gut. Hat mein Bruder dir das beigebracht? Neue Karten. Ich hoffe, die tauchen jetzt nicht noch öfters auf. Ich nicht so die Lust drauf auf die Viecher. Ich sehe wahr. Greifen die uns jetzt auch während der Fahrt an? Nein, ich das wird einen tollen was. Angelausflug geplant, bevor diese Hydroernte aufgetaucht sind und alles ruiniert haben. Oh, wie lange dauerte der Ausflug? Es dauert jetzt schon etwa 10 Jahre. Gerade hatte ich auch endlich mal was gefangen. Ja, hier. Mein Fischjagd macht auch Spaß hier. Ist klar. Nee. Was soll das hier? Hallo? Kugloiden. Ihr zwei schafft das, oder? Ich bin eher Angler als Kämpfer. Ihr versteht? Oh. Geht doch. Einfach so. Los, weiter! Okay. Habe ich auch nichts vergessen? Ich mag diesen Planeten, muss ich sagen. Ach, was soll's. Da kommen noch mehr. Sieh mal einer an. Da vorne ist der Torgoff-Wasserfall.
Grimm und ich sind in den Ferien immer da raufgewandert und haben Goldbowls und sowas gesucht. Eines Tages hat er mich herausgefordert, mich in einem Pass runterzustürzen. Oh, so wütend war unser Vater noch nie. Die guten alten Zeiten. Ja, schade, aber rauf komme ich da jetzt nicht, ne? Aber gut zu wissen, dass da Bolts sein sollen. Noch ein Telepathobus! Müssen Zugrund wir vernichten? Jetzt hat das letzte Stündlein geschlagen. Ah, komm schon, Sound. Was? Du kommst? Bist du an nichts. Warum kommst du hier hin? Oder erstmal eine Waffe aussuchen. Ja. Na toll, noch mehr Kugloiden. Zu dumm für Mr. Zugon. Da ist er. Gut, das hätten wir. Mr. Zugon will vernichten. Hat dich niemand vor Mr. Zugon gewarnt? Ich glaube, das waren alle. Los, weiter! Sehr gut. Das ist schon cool, dieses Level hier. Planet. Wie geht's dem alten Grimm denn so? Hab nicht viel von ihm gehört, seit wir aus der Polaris-Galaxie hergezogen sind. Er hat eine Werkstatt, oder? Ja, Feldin. Ist zwar klein, aber ziemlich cool. Wir machen hauptsächlich Hover-Umbauten, Protonreinigung, solche Sachen. Und jetzt gehörst du zu den galaktischen Schutztruppen. Grimm muss sehr stolz sein. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich sollte ihm bei einer Protonreinigung helfen, aber ich musste dringend weg. Ich hoffe, er ist nicht allzu sauer auf mich. Ach, er kommt schon klar. Du beschützt immerhin die Galaxie. Was ist dagegen schon eine Protonenreinigung? Zu meinem Freund ist es nicht weit. Er wird dir helfen können. Ja, mal gucken, was wir für ihn tun müssen dafür, ne? Das sieht so nice hier aus. Na toll, die Brücke ist eingefahren. Diese Blag versauen mir noch den ganzen Angelausflug. Sei so gut und sieh nach, ob du sie von drüben aus aktivieren kannst. Danke. Na los, jetzt ist es nicht mehr weit. Oh je, das ist nicht gut. Sieht aus, als hätten die Blagen die Stadt erreicht. Die Kugloiden lassen sich offenbar nicht so leicht untergehen. Wir können nicht zu meinem Freund, bevor die Bodentruppen ausgeschaltet sind. Wir sind dran. Bleib hier und pass auf dich auf. Du hast gedacht, mit Mr. Zucker wäre es aus. Ich glaube, das waren jetzt alle. Ich orte noch einen Brückenkontrollschalter in der Nähe. Aktivieren wir ihn, damit Felton nicht zurückbleibt. Ach Gott, wie war denn das nochmal? Nee. Mr. Zucker ist gelangweilt. Ah, oh, boy, alle. Gegner erledigt.
Naja, fast, ne? Ach so. Geht ja nicht, nur mit Sprengladung. Na super. Hopp! Ich komme! Tut mir leid, ich bin nicht der Fitteste. Da, da drüben! Die Pokitao Tiki laut im Karaoke-Bar! Mit etwas Glück ist mein Ingenieursfreund Don. Wer ist dein Freund? Gut, was nehme ich denn jetzt? Ne, da habe ich nur 4. In meinem Holospielforum nennt man ihn Big L. Oh, den kennen wir. Haben ihn in Alero City getroffen. Netter Kerl, etwas sonderbar. Ja, typisch L. Aber in Sachen Aufrüstungen ist er der Beste. Was das? Haben wir was vergessen? Ach, euch beide. Ja, ihr könnt mir gerne folgen, das ist ja gar kein Problem, aber... Oh je, keine Munition mehr! Gut. Hey, was ist denn da draußen los? Nein, zwei! Bist sicher! Ist klar. Hallo, Sound? Keine Ahnung, warum er jetzt so leise ist. So, jetzt habe ich ein kleines, mittleres, großes... Ah, da sind noch Munition. Da schauen wir nochmal nach. Darunter würde ich jetzt nicht springen. Ich muss jetzt erstmal Muni finden und Co. Ich hoffe, da ist das Richtige. Irgendwas war da drin. Aber nicht, was ich gesucht habe. Aber egal. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter zurück, weil... Ach, da hinten. Nee, das ist so nice, aber na egal. Nee, das sind nur normale Kisten. Na egal. Gut, dann gucken wir mal, was wir da haben. Ich glaube, ich weiß sogar, welcher... Vier Schuss. Ah, dich habe ich auch noch mit 6 Schuss. Na also, das kam noch genau richtig. Hey, warte auf mich! Okay, gehen wir rein. Hey Al, machst du mal auf? Dieses geheime Passwort. Ach, komm schon. Muss ich es echt sagen? Wie du willst. Ich habe Lexi Orions komplette Sammlung hier und kann alles singen. Titel für Titel. Na gut. Sei gegrüßt, Big L, der Eroberer. Weiter. Der Ruhm deiner Stufe 20 Zauberkunst leuchtet heller als der 4. Stern des Julius Major.
Oh mein Gott. Hey, Ratchet, Clank. Die Galaxie ist ein Dorf. Wie geht's der lieben Cora denn so? Ah, ihr geht's gut. Hört zu. Wir sind hier, um die Hydroernter zu zerstören. Kannst du helfen, unser Waffensystem an Bord aufzurüsten? Den galaktischen Schutztruppen helfe ich doch gerne. Wie wär's mit einem Tesla-Schubwaffenset? Es verwendet polarisierte Elektroemitter, um den Antrieb um 128,7% zu erhöhen. Selbst die Raritaniumhüllen können es damit nicht aufnehmen. Klingt genau nach dem, was wir brauchen. Geh du voran. Wir geben dir Deckung. Aber... Danke, ich will mich erstmal hier umschauen. Hallo, Tag, ja, hallo. War was? Ups. Was passiert eigentlich, wenn ich... Achso, ich kann euch schlagen, wie ich will, dass es euch... Oh, wie geil der aussieht! Was bist du denn für einer? Kann ich die hauen? Hey, der freut sich und winkt wie süß. Cooles Viech. Gut, aber erstmal hier, ne, aufhören. Gut, und zurück. So, da muss ich hin. Da muss ich hin. Langsam bin ich diese Blark wirklich leid. Die sind doch glatt aufgetaucht, als ich gerade in einem Forum über die Schwächen von Holofilmen nach Comicvorlage reden wollte. Alle wichtigen Blogger waren da. Ich, Stuart Zergo, Obsidia, Van Schmoot. Van Schmoot war da? Wirklich? Ich liebe sie. Sie hasst alles. Kein Holofilm, Spiel oder Online-Produkt, das sie zum Start nicht mit ihren Kommentaren zerrissen hätte. Solche Kritiken erfordern echtes Talent. Oh Mann. Wir haben das Ziel erreicht. Irgendwas passiert doch jetzt, oder? Und bitte. Also gut, öffnen wir die Haube und verpassen dir das Waffensystem. Die Waffensoftware wird neu installiert. System wird neu gestartet. Fertig. Tesla-Schub-Waffenset erkannt. Erfolgreiche Jagd. Ui. Worauf wartest du? Schalte diese Hydroernte aus. Denk dran, normale Munition kann den Hydroernter nichts anhaben. Feuere die Tesla-Raketen auf sie ab. Schieß die Blag-Untertassen ab. Sie hinterlassen Munition und Gesundheit. Maschinengewehr, Rakete, Fassrolle, Boost. Achso, okay. Es klappt! Was? Klasse! Munition erhalten. Boah, erstmal zurechtkommen. Okay. Diese Untertassen greifen gleich an. Munition aufgefüllt. Alle Systeme wiederhergestellt. Komm her. Guter Schuss. Ein Hydroernte erledigt. Noch zwei übrig. Vorsitzender, einer von den Schutztruppen ist auf Fukidaru. Er schaltet unsere Hydroernte aus. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich will dieses Wasser. Versagen ausgeschlossen. Vernichtet den Kerl von den galaktischen Schutztruppen. Sonst ist das erste Grab auf unserem neuen Planeten deins. Ja, Vorsitzender. Ach ja. Ich krieg das auch so. Danke. Gegner vernichtet! Es ist so. Oh.
Wo ist er? Warte mal. L2 ist Rakete, okay. Volltreffer! Munition aufgefüllt. Sehr gut. Ich finde das schon cool, das macht richtig Spaß. Bin nur voll konzentriert. Ja, nur noch ein Hydroernter übrig. Wo ist er? Yes, Sir! Ja! Ihr zwei habt das Resort gerettet! Und den Planeten noch dazu! Ist doch nicht dabei. Das war unglaublich! Also, falls ihr beiden noch Aufrüstungen braucht, fragt mich. Wie wär's mit einem neuen Düsenpack? Ich habe gestern Abend die Holopläne heruntergeladen. Wirklich spitze. Das klingt tatsächlich sehr gut. Avionik-Anschluss rekalibrieren. Software aktualisieren. Aktualisieren. Noch immer aktualisieren. Und tada! Jetzt ist alles bereit. Eigentlich braucht ihr eine B-Klasse-Lizenz, um so eine Schönheit bedienen zu dürfen. Aber was soll's? Ihr gehört zu den galaktischen Schutztruppen.